euch wieder ein paar Fashion-Sachen auf Socken. Neues Video von mir. Und zwar heute stehe ich mal wieder vor der Kamera und nicht nur hinter der Kamera. Es geht heute endlich mal wieder um Mode, nämlich so wie mein Kanal ja eigentlich heißt. Als ich im H&M war und diese riesen Zahle-Schilder gesehen habe, also diese riesen Sale-Schilder gesehen habe, musste ich einfach zugreifen. Und diesmal habe ich mir sehr unkonventionelle Sachen mitgenommen, nämlich T-Shirts, die ich eigentlich eher für die Arbeit gekauft habe, um sie unter meiner Dienstkleidung zu tragen. Und das sind Oberteile, die ich normalerweise eigentlich privat nicht tragen würde, von den Mustern her. Aber ich dachte mir, hey, immer das gleiche anhaben ist irgendwie auch langweilig. Deswegen habe ich für mich eine neue Kategorie gemacht oder entdeckt, nämlich die heißt Funky Fashion. Und deswegen habe ich sozusagen verrückte Kleidungsstücke gekauft, die ich euch heute zeigen möchte. Und dann in einem späteren Video möchte ich gerne ein Lookbook dazu drehen. Deswegen viel Spaß jetzt bei meinem Video. Dann fange ich auch gleich schon mal mit meinen verrücktesten Sachen an. Nämlich, ich habe mir Socken gekauft. Wenn vielleicht der ein oder andere das 30 Fakten über mich Video gesehen hat, dann weiß man, dass ich Socken liebe. Ich kann mir wirklich jeden Tag Socken kaufen. Und als ich diese Socken gesehen habe, musste ich zugreifen. Und zwar, das sind drei verschiedene Socken, die waren halt in so einem Dreierpack. Und die sehen einfach nur so süß aus. Nämlich, zum einen diese Socke hier. Und zwar ist die dunkelblau und da steht Hohoho drauf. Also es ist eigentlich eher so weihnachtlich. Aber ich fand es halt toll hier mit diesen den Schneeflocken drauf und die Farbe dunkelblau gemischt mit rosa. Und ich finde, es sieht einfach so süß aus. Also so sieht die normalerweise aus. Die sind noch nicht getragen, deswegen sieht die komisch aus. Platsch. That's number one. Also das sind die, das ist das erste Paar Socken. Dann kommt das zweite Paar und die sehen so aus. Das sind nämlich so Zuckerstangen drauf. Die sehen auch total süß aus. Es ist einfach nur grau mit so Zuckerstangen in diesem typischen, in dieser typischen Musterung. Ja, in dem Fall ist es jetzt nicht rot-weiß, sondern rosa und weiß. Ich finde es toll. Und das dritte Paar Söckchen ist eh das Beste, weil da ist ein Lebkuchen drauf. Und wie vielleicht die einigen von euch wissen, ich liebe Lebkuchen und deswegen sind das die besten Socken. Da sind erstmal Pünktchen drauf, das ist schon mal Hammer. Und dann ist da ein fetter Lebkuchen drauf. Und der sagt irgendwie Bono, was auch immer das bedeutet. Schaut mal. So sieht der Lebkuchen aus. Das erkennt man nicht so gut. Hier kennt man es besser. Da. Lebkuchen. Genau, also das war das Verrückte, das waren die verrückten Socken, die ich mir gekauft habe. Dann geht es auch weiter mit den T-Shirts. Da habe ich mir vier T-Shirts mitgenommen. Das erste sieht so aus. Da steht drauf, it's okay. Und dann, isn't it? Fragezeichen. Also, leider scheint, also was heißt leider, die Sonne, die scheint jetzt so toll. Und ich drehe gerade bei Tageslicht und deswegen ist hier so die Hälfte vom Bild voller Sonne. Und die andere Hälfte nicht. Ich hoffe, das stört euch nicht. Auf jeden Fall sieht so das T-Shirt aus. Also ist in diesem Baby Blue mit dieser fetten weißen Aufschrift It's okay, isn't it? Und ich bin mir nicht sicher, ob die T-Shirts Männer-T-Shirts sind oder nicht, weil ich irgendwie aus einer Abteilung gekauft habe, die so zwischen gefühlten drei Abteilungen war, zwischen der Babyabteilung, der Männerabteilung und der Frauenabteilung. Und deswegen war da einfach nur so ein Sales Raum und da habe ich das mitgenommen. Die sind halt einfach wahnsinnig locker und chillig und perfekt zum Chillen oder auf der Arbeit unter der Dienstkleidung anziehen und einfach nur verrückt. Und ich habe eben vor, diese T-Shirts irgendwie so zu kombinieren, dass es trotzdem alltagstauglich ist. Seid gespannt. Das nächste T-Shirt sieht so aus und es ist schwarz-weiß gemustert und sieht einfach nur auch ganz schlicht aus, auch wieder so locker. Von hinten sieht es genauso aus. Dann kommen wir zum dritten T-Shirt. Und das sieht so aus. Und was steht da drauf? Trash it. Ja, hinten ist es ganz normal weiß, ist keinerlei Muster drauf. Das finde ich eigentlich auch ziemlich funky.
Perfekt. Und das letzte T-Shirt, das ist wirklich das verrückteste T-Shirt. Da habe ich länger überlegt, ob ich es mir kaufen soll oder nicht, ob ich das wirklich anziehen würde, weil da einfach mal Eis drauf ist. Also das sind Eise am Stiel drauf. Ich weiß nicht, ob es die Pluralform von Eis gibt, aber auf jeden Fall ist da einfach mal Eis drauf. Und es ist riesengroß, es ist M, also alle T-Shirts sind in M. Und es ist unendlich riesig. Schau euch das mal an. Also wenn ich das anhabe, habe ich das Gefühl, das geht mir schon fast bis zu den Knien. Und auch hier, die Ärmel sind so krass lang. So, fast zu meinem Ellenbogen reicht das Ganze. Also ich glaube echt, dass das meine T-Shirts sind, aber macht ja nichts. Also so sieht das Ganze aus. Da sind zig unendlich viele Eisdinger drauf. Vorne, wie auch hinten. Tada! So schaut es aus. Und ich bin echt so gespannt, wie die kombinieren werden. Und eines der normalsten Oberteile, die ich mir mitgenommen habe, das ist jetzt leider auch schon das letzte, ist so eine Bluse, beziehungsweise so eine Art Hemdbluse mit diesem typischen Holzfäller-Hemdmuster. So sieht das Ganze aus. Ist in schwarz-weiß gehalten. Ist zum einen langärmlich, hat hier halt so einen ganz normalen Kragen und dann ist es auch echt ziemlich lang. Und hier vorne sind halt ganz normal die Knopflöcher bzw. auf der anderen Seite die Knöpfe, dass man sich das schön zuknöpfen kann und ist ziemlich durchsichtig, finde ich. Das sieht man jetzt wahrscheinlich nicht, aber es ist relativ dünn, also es gibt ja diese Holzfällerhemden in so richtig flauschigem Stoff. Das ist jetzt ein dünner Stoff, ist aber gut, um so eine Art Layering zu machen. Also um einfach viele Klamotten oder viele Kleidungsstücke übereinander anzuziehen, die man dann halt auch alle sieht, dass das in der Gesamtkombination einfach gut ausschaut. Also von dem her ist das richtig perfekt. Aber ich freue mich auch schon drauf, das zu kombinieren. Deswegen bleibt dran, seid gespannt. Und gib diesem Daumen gerne ein Video hoch. Schreibt mir in die Kommentare, gib mir gerne einen Daumen hoch und abonniert meinen Kanal. Ich würde mich wirklich sehr darüber freuen. Und ich hoffe, bis zum nächsten Mal. Bye, bye.